Zombie Apocalypse. Liebe Freunde, was war denn das jetzt? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Brick Riggs. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt hier bei einem neuen Folgen chaotischen Video auf meinem YouTube-Kanal. Also was das gerade war, weiß ich auch nicht. Gut, ich wollte mal was Neues probieren. Aber gut, wir sind heute... Gut. Wir sind heute wieder zurück in Brick Riggs, in Brick Riggs Land. Heute in Desert, also in der Wüste. Mit einem ganz besonderen kleinen niedlichen Feuerwehreinsatzfahrzeug. Dieses Fahrzeug ist ein KLF, ein kleines Einsatzfahrzeug, das ich heute gerne mal benutzen möchte. Denn ich habe mir heute eine Challenge ausgedacht, in der ich heute einfach mal mit einem Einsatzfahrzeug in der Wüste rumfahre. Und ich möchte so lange wie möglich probieren, einfach das Fahrzeug ganz zu lassen. Also, ich hoffe, ihr habt mich jetzt so ein bisschen verstanden. Also ich möchte heute probieren, einfach mit einem Fahrzeug so lange wie möglich zu fahren, ohne dass es halt kaputt geht. Und mal schauen, wie lange das heute klappen wird. Also ich habe mir erstmal ein kleines, leichtes Fahrzeug ausgesucht. Und man merkt schon, ja, das Ding will auch, ne? Das hat ganz schön viel PS und das Brett auch ganz schön los. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie lange wir heute überleben werden. Das ist sozusagen das Survival-Game, in Anführungsstrichen, mit dem Feuerwehrauto. Ich bin erstmal sehr gespannt, ob wir das irgendwie hinbekommen werden. Denn so ein kleines KLF, ja, das ist für die Wüste, denke ich mal, gar nicht so verkehrt. Aber ich glaube, das sieht erstmal auf den ersten Blick ganz schön mutig aus von mir. Aber das Ding ist für die Straße wirklich tauglich. Also da liegt das wirklich sehr gut. Aber ich glaube, in der Wüste haben wir so einige Probleme damit. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall nicht mehr weit kommen. Aber trotzdem, wir probieren erstmal unser Bestes und schauen erstmal, wie weit wir jetzt in diesem Video mit diesem Auto kommen. Und dann schalten wir erstmal das Horn ein. Oh Gott! Wo ist die Bremse? Gut, guck mal. Auf der rechten Seite seht ihr eine kleine Feuerwehr und eine Tankstelle sogar. Da fahren wir jetzt erstmal ganz kurz hin und... Oh nee! Och nö. Hallo, ich bin dann auch mal da. Das KLF hat anscheinend die Challenge nicht überstanden. Finde ich schon ganz schön eigenartig gerade, weil ich glaube, wir ja, haben anscheinend schon ein bisschen jetzt das vergeigt, ne? Match. So. Ich würde gerne hier mal, genau, das removen. Also das ist auf jeden Fall schon mal ganz schön schief gelaufen, aber trotzdem, wir gehen erstmal wieder hier hin. Zur Feuerwehrstation wollte ich eigentlich fahren und einfach mal das Fahrzeug dort reinstellen und dann beginnen wir einfach mal damit. Was ist denn das? Warum sind die Ziegel davor? Moment mal. Das geht schon mal gar nicht. Das ist anscheinend eine unbenutzbare Feuerwache. Na, cool. Da sind wir auf jeden Fall schon mal sehr weit gekommen. Ja, dann müssen wir uns schon mal ein nächstes Auto suchen. Also ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass es jetzt so schnell geht, dass wir eigentlich gar nicht so lange warten müssen, bis das Fahrzeug irgendwie kaputt geht. Da kippt man einfach um auf der Seite und dann war es das auch schon. Ich würde gern ein zweites Feuerwehrauto benutzen. Ein etwas ganz besonderes Fahrzeug, ein TLF, ein Mercedes-Benz Unimog. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, damit kommen wir schon ein Stück besser voran. Wir haben sogar eine Seilwinde vorne, das ist sehr heftig. Mich stört gerade so ein bisschen das Wetter. Schnee? Nee, Sonne möchte ich gerne. Und ich möchte gerne... Ja. So sieht gut aus. Ein bisschen sonniger haben, damit man auch hier besser was erkennen kann. So, dann würde ich mal sagen, beginnen wir erstmal... Oh, wir haben so einen Wasserwerfer. Alter Schwede. Das ist schon ein heftiger Brummer hier in der Desert, in der Wüste. Wie heftig ist das Ding? Das ist ein geiler Schlitten mit Ballonreifen sogar. Heftig, heftig, heftig. Wir haben sogar Unterbodenwäsche oder was ist denn das? Sehr, sehr, sehr cool. Ein TLF 3000, da steht es auch nochmal an der Seite. Ja, yeah, cool. So, liebe Zuschauer, falls ihr euch fragen solltet, warum ich das Ganze mache, ich finde es einfach lustig, wie die einzelnen Lego-Teile ab und zu einfach mal so vom Fahrzeug abprallen. Aber heute in diesem Video ist es mal etwas ganz anderes, denn wir überprüfen eigentlich in diesem Sinne die
die Fahrtauglichkeit im Gelände. Genau, das Fahrzeug, das ich hier gerade fahre, das CLF 3000, ist natürlich schon ein bisschen höher gelegt und ist natürlich auch fürs Gelände geeignet. Doch nö. Cool. Ey. Ey, Leute. Das ist wirklich... Müsst ihr wirklich mal jetzt selber von euch behaupten, das ist wirklich ein sehr starkes Fahrzeug. Wir fahren jetzt hier mit 3 Reifen weiter. Ich dachte mir so, jetzt kippe ich um. Was soll ich machen? Wir sind zwar schneller als unser rollendes Rad an der Seite. Aber trotzdem, wir kommen gut voran. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Was war denn das jetzt? Wie? Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Wir sind jetzt nicht an diesem kleinen Stöckchen hier hängen geblieben. Na super. Wie soll ich denn das denn schief erklären? Meine Güte. Was ist denn hier los? Also... Was soll ich dazu sagen? Wir kommen hier nicht mal irgendwie gut am Zielort an. Also es gibt ja gar keinen Zielort heute in diesem Video. Aber trotzdem, wir haben sogar noch ein bisschen Blaulicht vorne. Wir haben auch ein bisschen Licht noch hinten und vorne auch ein bisschen. Wasser haben wir auch noch. Also was kann denn Schlimmeres passieren, als das Fahrzeug jetzt irgendwie zu beschädigen? Also Gelände ist ja schön und gut, aber wenn das Gelände aufhört irgendwann, ist es natürlich nicht mehr so gut. Boah, jetzt wird mir aber schwindelig. Alter. Das finde ich wiederum jetzt so ein bisschen blöd, dass wir einfach hier ans Ende der Map fahren und dann einfach am Ende der Map sind. Das finde ich jetzt schon ein bisschen öde. Aber gut, man muss sagen, das TLF 3000 ist auf jeden Fall fürs Gelände geeignet, auch für die Straße. Für ein Ende der Map natürlich nicht, sieht man jetzt gerade hier im Bild. Und ich glaube, wir werden jetzt auch erstmal sinnlos nach unten fliegen und... Das sieht ganz schön creepy aus. Ich glaube, wir werden jetzt auch ganz weit und unendlich fliegen. Ich glaube, da wird es gar kein Ende geben. Vielleicht landen wir doch irgendwann wieder auf der Map. Ich glaube, wir werden aber auf jeden Fall hier weiter fliegen. Auf jeden Fall, das ging jetzt wirklich sehr, sehr zügig. Ich hätte gedacht, das dauert irgendwie ein bisschen länger, bis wir die Fahrzeuge demolieren können. Also, ihr seht, wir können trotzdem noch fahren. Wir befinden uns aber aktuell in der Luft, können leider nichts mehr bewegen oder nichts mehr machen hier, so großartig. Aber ansonsten, wir haben es geschafft. Die Challenge ist accepted. Also wir haben die Challenge überstanden, erfolgreich. Und abgeschlossen natürlich auch. Und somit ist dieses Video auch schon wieder beendet. Das ging recht zügig. Und ich hoffe, liebe Zuschauer, es hat euch gefallen. Es war vielleicht mal etwas anderes. Diesmal war es kein richtiger Einsatz. Also doch schon mit den Einsatzfahrzeugen bin ich gefahren. Ansonsten war es wirklich ein vielleicht sehr interessantes Video für euch, dass ihr auch mal sehen könnt, was ihr gerne für Fahrzeuge als nächste fahren könnt in Brick Rigs, also die natürlich auch ein bisschen mehr aushalten. Also ich empfehle euch auf jeden Fall hier das TLF 3000, das KLF nicht gerade so, das ist, ja, hat schon viel PS, aber ist halt auch nicht geländetauglich und deshalb geht auf das TLF 3000 zu. Das kann euer bester Freund werden. Liebe Freunde, macht's gut, wir sehen uns wieder im nächsten Video von Let's Play Brick Rigs. Bleibt so wie ihr seid, wir sehen uns wieder, macht's gut. Ciao.